London 1832. Die Royal Academy hat geladen zur Jahresausstellung. In 2 Tagen wird eröffnet. Die Spannung steigt. Hier werden Künstlerkarrieren gemacht und ihre Bilder hängen Seite an Seite. William Turner und John Constable, die größten Rivalen der englischen Malerei. Constable will Turner endlich in den Schatten stellen mit einer grandiosen Ansicht der Waterloo Bridge. Doch Turner erkennt schnell, sein kleines Seestück wirkt uninspiriert daneben. Etwas fehlt. Kurz vor der Eröffnung malt er eine Boje in die schäumenden Wellen. Ein Geniestreich. Die rote Boje wird der Gesprächsstoff. Und Constable steht im Schatten Turners. Mal wieder. Kann er jemals Englands größter Landschaftsmaler werden?